Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir müssen hier tatsächlich weiterhin auf dieser Insel landen. Und, naja, wir müssen uns jetzt hier Schritt für Schritt vorbereiten. Auf diesen krassen Angriff, der da kommt, weil dieses Flugfeld hier oben müssen wir einnehmen und die ganzen japanischen Truppen müssen wir platt machen. So, Freunde, allerdings nervt der Gegner ziemlich mit Heckenschützen hier, sodass meine Einheit Manneken fliegen wie die sterben wie die Fliegen, sage ich einfach mal. So. Das heißt, ich hab das jetzt beim letzten Mal dreimal versucht, hier direkt hinzugehen, aber ich warte einfach auf Verstärkungstruppen ab. Ich warte das jetzt einfach ab, Freunde. Ich meine, die kommen ja sowieso oder so. Ne, die Verstärkungen. Hoffe ich zumindest. Wir warten jetzt einfach mal ab. So, können wir denn... Ne, wir können gar nichts bauen, ne? Ja, wir können diese Nullflieger bauen. Cool. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, neue Folge, neues Glück. Ah, seht ihr das? Da kommen nämlich weitere Verstärkungen. So, ich glaube, wir müssen uns einfach sammeln. Einfach die Kackverstärkungen sammeln. Und dann einfach mit Flammenwerferpanzern und Haubitzen durch. Weil das, was die da an Scharfschützen haben, ist nicht mehr feierlich. Und gegen die Scharfschützen kommen halt meine Männer nicht an. Weil die halt One-Hit tot sind. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim Empire Earth Let's Play. Ist ja auch schon Folge 80 plus jetzt hier, ne? Ich meine, ja. Das Let's Play ist auch nicht gerade kurz und finde ich richtig krass, ja. Aber wie gesagt, Empire Earth ist halt auch so ein Ding. Zieht sich. Ja, zieht sich, aber ich finde es gut, tatsächlich, dass sich das so zieht. So, jetzt hier. Oh, die Flammenwerfer ziehen richtig viel ab gegen die. Haubitzen. Richtig gut. So, und dann hier direkt kaputt machen. So. Und ihr macht bitte das da oben. So. Und jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. So. Alles klar, Freunde. Dann erst hier, Schritt für Schritt. So, diese Drecksheckenschützen. Aha. So, okay. Das heißt, wir haben hier oben tatsächlich eine gute Verteidigung. Was zur... Jetzt hört doch mal auf. Mann. So, Freunde. Das heißt, wir sind hier oben tatsächlich weitergekommen. Da kommen Verstärkungstruppen, sehr gut. So, ihr zieht euch mal bitte zurück. Kommt mal bitte ins Krankenhaus. So, ey, puh. So. Was macht denn die denn jetzt wieder? Was machst du denn, du Blödmann? Naja, gut, okay. Da schießt noch keiner drauf, das ist gut. Da kommen eine Verstärkung. Boah. Der viele Heckenschützen. Oh Mann. Okay, Freunde. Aber wir sind jetzt schon weiter wie in der letzten Folge. Das heißt, alles cool. So. Ah, da ist wieder der Piepser. Aua. Genau, der rote Teppich. Okay. Was ist denn hier jetzt noch? Hallo? Eine Haubitze? Ah ja, da unten ist auch noch was. Okay. Interessant. Na gut, okay. Dann haben wir die jetzt. Ach du Heilige. Okay. Wir könnten mal wieder Verstärkungen gebrauchen.
So. Da kommen jetzt meine Männer. Und die reiben die jetzt auf hier. So. Mach die kaputt. Mach die kaputt. Die Sachen hier. Okay. Scharfschützen weg. Wir werden angegriffen. Was? Jetzt auf dem Schiff. So. Und einfach beschützen. Warten auf die Verstärkungstruppen, die da noch kommen. Ach da. Okay. Kriegen wir noch Verstärkung jetzt oder was ist hier los? Wir werden angegriffen. Da ist wieder so ein Drecks. Euer Befehl? Wir werden angegriffen. Da unten. Haben wir es bald mal mit den Scharfschützen? So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach hier die Bunker kaputt. Mensch. Wir werden angegriffen. So, schafft ihr das denn? Oh Gott, das ist ziemlich... Nein, das ist keine gute Idee. Lasst das mal. Lasst das mal. Okay, und los. Gewehrschlacht hier. Okay, und Scharfschützen. Wegmachen, so. Und zurückziehen. Und zurückziehen, so. Oh, du Penner, ey. Ah, guck mal, da kommt noch ein Flugzeug. B-29-Bomber. Okay. Kriegen wir denn jetzt noch mal bald mal noch mal ein paar Verstärkungen hier, oder was ist los? Ja, der Heckenschütze, der kann auch machen, was er will. So. Na ja, gut. Wir werden angegriffen. Och, was soll das jetzt? Sir, ihr mit euren Drecks Scharfschützen. Mensch, nochmal, ey. Sir, jawohl, Sir. Was zur... Wo werden wir denn jetzt schon wieder angegriffen? Oh, mach den im Arsch. So, genau wie diesen Heckenschützen. Wo bleiben die Verstärkungen? Wir werden angegriffen. Sir, jawohl, Sir. Oder kriegen wir jetzt keine Verstärkung mehr? Was? Was so? Ach, ihr nervt doch. Sir, jawohl, Sir. Da oben sind Heckenschützen, da ist ein Heckenschütze. Erwarte Befehle, Sir. Dann teilt euch halt auf oder so. Oh Gott. Sir, erwarte Befehle. Freunde, das ist gerade echt krass viel, diese Mission. Gut, ist halt die letzte, ne? Sir, so. Sir, jawohl, Sir. Wir werden angegriffen. Wo denn jetzt schon wieder? Befehl? Da hinten. Sir, jawohl, Sir. Euer Befehl? Was sind die Penner wieder? Noch mehr Scharfschützen! Kriegen wir bald mal Verstärkungstruppen oder was ist hier los? Erwarte Befehle. Wir werden angegriffen. Oh, wo kommen die eigentlich her? Wo kommen die eigentlich her? Ich frage mich gerade wirklich, wo kommen diese Sir, jawohl, Sir. Drecks, diese Drecks Heckenschütze, wo kommt die her? Euer Befehl? Erwarte Befehle. Sir, jawohl, Sir. Was müssen wir jetzt hier machen? Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt mit diesen Männchen können. Es wurde ein Feldlazarett errichtet, ja. Oh, toll, aber... Sir, euer Befehl? Erwarte Befehle. Sir, jawohl, kommen jetzt keine Verstärkungen mehr. Sir, wir werden angegriffen. Och, langsam ist aber mal gut. Sir, jawohl, Sir. Oder wir müssen das nochmal neu starten, tatsächlich. Sir, jawohl, Sir. Und besser auf unsere Artillerien aufpassen. Ach, guck mal. Ja gut, aber wartet mal. Diese Heckenschützen gehen mir wieder auf den Piss hier. So. Ja, komm, lass die da drauf schießen. Lass die halt da drauf schießen. Boah, das dauert viel zu lange. Aber das klappt. Diesen einen Bunker kriegen wir weg. Tatsächlich. Diesen einen Bunker kriegen wir weg. Kriegen wir dann vielleicht Verstärkung? Das wäre toll. Nö. Okay. Dann müssen wir gucken, ob wir das dahin... Ach, ja. Jetzt kann das Ding halt schießen, ne? Aber das kriegen wir vielleicht... Oh.
dämliche Heckenschütze. So, verdammt nochmal. Kriegen wir jetzt diesen Bunker da kaputt noch? Oh Gott, das ist so knapp wieder. Das wird so knapp. Gegen diese scheiß Heckenschützen. Wow. Oh, nee. Ja, dann haben wir doch nichts mehr. Da kommen die auch jetzt wieder en masse. Wir werden angegriffen. Nö, muss ich leider nochmal laden, tatsächlich. Shit, ich dachte, wir wären jetzt besser vorangekommen. Verdammt nochmal, ja, dann zieht euch halt zurück. Mann. So, da brauche ich halt unbedingt diese... ich brauche diese Flammenwerferpanzer ganz dringend. Okay. Dann nehme ich die nicht mit. Tatsächlich, dann nehmen wir die nämlich nicht mit. Die brauchen wir für die scheiß Heckenschütze, die Panzer. So. So, dann... Keine Ahnung. So. Die halten ja zum Glück auch einiges aus, die Dinger, ne? Aua. Verdammte Kacke hier. Mach diesen Mörser da kaputt. So, und zurückziehen. Verdammte Scheiße. Was ist denn hier los? So, einfach zurückziehen. So, wofür brauche ich denn aber dann die Manneken? Weil die Manneken kann man ja für gar nichts gebrauchen. So. Verstärkungen, okay. Top. Da müssen wir das jetzt mal hier konzentrieren. Nein, halt auf. Nicht da drauf schießen. Nicht da drauf schießen. Okay, da müssen wir das anders machen. Nicht auf dieses Flugfeld schießen, Freunde. Ja klar, der Mörser. Und der Bunker schießt da drauf. So. Oha. Okay. So. Und weg damit. Okay, wir haben den Flughafen. Die Flugplätze sind okay. Sie sind nicht unbewacht. Es gibt keinen sicheren Platz auf diesem Felsen. Ja, tatsächlich nicht. Das habe ich schon festgestellt. Aber dann... Der eine Panzer kann hier unten hin. Oder zwei Panzer können tatsächlich hier unten hin. Weil die müssen da das Flugfeld beschützen. Ey. Wir werden angegriffen. Na, seht ihr das? Seht ihr das? Genau das, genau... genau deswegen wollte ich gerade sagen, ne? Flammenwerferpanzer, es ist so geil. Echt. Guckt euch mal, was für eine Reichweite die haben. Richtig krass. So, und hier, und hier, und... Keine Ahnung. So. Was haben wir jetzt? Ah, das Krankenhaus ist gekommen. Sehr gut, Freunde. Sehr schön. Wunderbar hier. Ihr stellt euch bitte dahin. Oh, sehr gut. So, dann haben wir gleich wieder ein paar volle Panzer. Und vor allem Haubitzen. Das ist ja ganz wichtig hier. Wer schießt denn da schon wieder? Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Ach, wieder der Pieps, das Piepsgeräusch. Aua. Das Piepsen am Ende, boah, das ist richtig krass. So, wer schießt hier schon wieder? Da schießt irgendwer drauf. Ach, die ganzen... Oh, nein. Die scheiß Scharfschützen. Ja gut, aber nicht mit den Männern. Nicht mit den Männern vorgehen. Sondern mit denen. So. Hört ihr auf jetzt. So. Und ihr könnt einfach hier diese Scharfschützen platt machen. Ach du Scheiße, oh Gott. Panzerabwehr.
das ist doch zu übertrieben. Mach diese drei Scharfschützen weg. So, und zurückziehen. Und zurückziehen. So. Mein Gott. So, hier sind noch mehr Verstärkungen gekommen. Auch wenn das nicht so viele waren, aber es sind Verstärkungen. So, jetzt hört doch mal auf hier. Das ist doch so unfair, ne? Der Gegner hat Scharfschützen, wir haben keine Scharfschützen. So. Nein, keine Panzerabwehr. Keine Panzerabwehr. Um Gottes Willen. So, da oben wieder aufpassen. Boah. Mein Gott. Ach, die Panzerabwehr. Wir werden angegriffen. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt, tatsächlich, muss ich sagen, was diese Mission hier angeht. Ach, Verstärkungen. Da kommt doch einmal Verstärkung, das ist gut. Mach diese Panzerabwehr weg. Und hier schon wieder. Mann! So, Verstärkungstruppen. So, Mann! Da kommt noch ein Bomber. Schießt jetzt wieder irgendwer da drauf? Nein, okay. Doch, die Scharfschützen wieder. Alter, die gehen mir so auf den Sack, ne? Kann ich gar nicht anders sagen, Freunde. Die gehen mir auf die Nerven. Da oben ist auch noch einer. Alter. Und die Artillerie lebt natürlich auch noch, ist klar, ne? Aber gut, die macht ja nichts. Die Artillerie, die macht ja nichts. Okay, dann könnt ihr euch mal hier hinziehen. So. Das hier ist hier unten, das ist okay. So. Dann macht ihr mal bitte genau. Du machst bitte hier oben weiter. Der Scharfschütze schießt dann natürlich schön weiter drauf, ne? Ganz klar. So, dann könnt ihr hier. Ups. Oh Gott, oh Gott, zurück, 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 zurück. Die haltet nichts aus gegen die. Oder doch? Ah, ihr haltet doch viel aus, okay. Okay, alles klar, wunderbar. Dann zurück. Ah, sehr schön. Und dann kann der Panzer hier hinfahren. Der Arzt. Der Arzt bleibt wieder vorne stehen, ne? Ist klar. So, wir haben zum Glück weitere Verstärkungstruppen bekommen. Verstärkungen sind einsatzbereit. Wo ist mein Panzer hin? Oh, da kommen noch mehr Verstärkungen. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Wir haben ein neues Ziel. Es wurde ver... Ah, ja, okay. Nee. Ach, Gottes Willen. So, okay, dann... Ach ja, wegen dem ganzen Scheiß da oben. Oh nein. Oh. Oh Gottes Willen, ey. Na toll, das. Nein! Hört hier auf! Hört hier auf! Um Gottes Willen! Jetzt hört doch mal auf. Echt. Ihr scheiß Heckenschützen, Mann. So, mach die Panzerabwehr platt. So. Ja klar, Heckenschützen machen jetzt hier meine ganzen Artillerien platt, oder was? Oh. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Ich habe alle meine Artillerien verloren. Wir werden angegriffen. Natürlich, Sir. Was so? Mein Gott, wie? Was zur? Ja, mach mir ruhig meine Ärzte kaputt, ey. Ihr Drecksheckenschützen, Mann. Das nervt.
Die Nerven! Boah, was eine Schlacht, Freunde. Was eine Schlacht. So, da kommen sie wieder. Drei Ärzte, ja, weg. Genau, dann schießt zuerst die Ärzte ab. Das ist okay. Kann das sein, dass wir hier vielleicht... Ah, sehr gut. Die haben wir beim letzten Mal nicht gekriegt. Da ist schon wieder einer. Mann, ey, das nervt so, dass die... Sag mal. Die habe ich doch eben kaputt gemacht. Das ist okay. Der eine Panzer da unten, der macht das schon. Ich sag mal, die habe ich doch eben kaputt gemacht, diese Panzerabwehr. Werden die immer wieder nachgespawnt oder was ist hier los? Die werden immer wieder nachgespawnt. Hier oben habe ich doch eben schon einiges kaputt gemacht. Oder irre ich mich da gerade? Oder liege ich da gerade komplett falsch? So. Tricksheckschützen. Verdammt nochmal. So. Puh, ey. So, alles klar. Da haben wir jetzt wieder die beiden Panzer. Warum brennt das Ding denn jetzt schon wieder? So, und ihr macht bitte hier... So. Die Panzerabwehr da oben. Wisst ihr was? Dann nehmen wir jetzt alle. Kommt. Alle drauf. Letzter Angriff. Kommt. Das müssen wir jetzt hier kaputt kriegen. Los. Die Drecksheckenschützen wegmachen. Die Panzerabwehr, genau. Und jetzt diesen Bunker. Los. Diesen Bunker da. Du gehst bitte hier nach rechts. Heckenschützen suchen. So. Mein Gott. So. Panzerabwehr. Wegmachen. So. Verstärkungen. Sehr gut, ey. Ihr kommt bitte hier hoch. Ich brauche euch. Ganz dringend. Oh, Gott sei Dank. Da ist schon wieder einer. Da ist schon wieder einer. Das gibt's doch nicht. So, dann das hier beschützen. Los. Beziehungsweise die hier mal kaputt machen. So, das hier im Arsch machen. Boah, hat der viel da. Boah. Alter Schwede, Freunde. So, kaputt machen und hier. So. Das ist okay, weil wir kriegen Verstärkung. Wir haben Verstärkung gekriegt. So. Boah, diese vielen Scharfschützen. Das ist wirklich unglaublich. So, dann kommt ihr bitte nach vorne und macht diese Scharfschützen platt hier. Los. Was zur... Wer schießt da schon wieder meine Einheiten kaputt? Wer schießt da schon wieder meine Einheiten kaputt? Der hat jetzt auch nichts anderes mehr außer Heckenschützen, ne? Da oben! Da oben! Wehrt euch mal los. Der hat nichts anderes außer Heckenschützen tatsächlich. Was? Panzerabwehr! Warum hat er denn Panzerabwehr? Alter. Das ist anstrengend. Das ist gerade echt anstrengend hier. Heil dich bitte. Verstärkungen. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen wieder Verstärkung. Boah, ist das eine Mission, ey. Und die Folge ist schon wieder voll. Aber gut. Ihr geht mir auf den Keks. Echt? Oh. Wo denn schon wieder?
So, die sind geheilt. Sehr gut. Dann kommt ihr mal wieder nach vorne. Für diese scheiß Heckenschützen. So. Da. Kaputt machen. So. Hat er jetzt hier noch Panzerabwehr stehen? Nein. Hat er nicht. Okay. So, wunderbar. Da sind wieder Verstärkungstruppen. Die können auch hier vorne hin. Da schießt keiner mehr drauf, oder? Nein, okay. Ah, wunderbar. Schritt für Schritt, Freunde, schaffen wir das. Schritt für Schritt. Boah. So. Ja, das da unten, das ist aber egal. So. Sehr schön. Das heißt, der Gegner kriegt jetzt immer weniger Verstärkung. Das finde ich gerade mega gut, muss ich sagen. Mega gut. So, das heißt, ihr könnt euch mal da oben hinstellen, bitte. Der macht das schon. Genau, der macht das schon. Der kann sich auch mit hier oben hinstellen. Oh, sehr gut, Freunde. Sehr schön. Oh, Fortschritt. 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 Und ja, wie gesagt, machen wir mal weiter. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier noch haben. Aber das ist gut, das Speichern, wa? Amerikaner. Ich weiß, die Folge ist zwar voll, aber wie gesagt, ich möchte gerne diese amerikanische Kampagne versuchen, noch abzuschließen hier. So. Einfach mit Flammenwerfern gegen diese Drecksheckenschützen vorgehen. So, wie sieht... Verstärkungen. Sehr gut. So, dann... Bis zur... Wir müssen ja nur die Einheiten kaputt machen, ne? Da oben ist noch ein Heckschütz. Och, da sind noch Bunker. Da sind noch Bunker. Okay. Ah, da sind noch ganz viele Sachen von ihm. Okay. Ja dann. Oh Gott, Panzerabwehr. Oh Gott, nein, bitte nicht. Was zur... Okay, dann fahrt mal bitte außen rum. Fahrt mal bitte außen rum und macht die Artillerie da im Arsch. So, wunderbar hier. Dann tobt euch aus. Okay. Okay. Oh, die Flammenwerferpanzer sind das Beste, Freunde. Die sind wirklich das Beste. Schaut euch das an. Die halten ja so viel aus. Die toben sich da oben aus, das ist gut. Dann habe ich allerdings auch schon nur noch Minikin hier, ne? So. So, die können hier weiter sich austoben, ja. Dann kriegt ihr beiden mal noch ein paar bisschen Verstärkung. Ach du Heilige! Oh, jetzt kommen sie aber hier. Jetzt kommen sie aber. Okay, dann zieht ihr euch mal nach vorne. Zieht euch mal zurück und heilt euch. So, dann. Ja. Habe ich nicht mehr gerechnet, dass da oben tatsächlich noch eine Stellung von denen ist. Krass. Naja, der macht das schon. Da sind wieder Verstärkungen. Wunderbar. Es läuft. Freunde, das läuft. Sei denn, irgendeiner schießt jetzt das Flugfeld kaputt. Das wär übel. So. Aber hey. Oh. Heckenschütze. Heckenschütze. So, wegmachen. So. Okay. Alles klar, dann. Auf den Bunker. So. Das passt, Freunde. Das ging mal nach hinten. Sehr gut, da haben wir noch eine Verstärkung. So, und hier. Bums. Du machst bitte den da kaputt. So. Und ihr macht bitte das da kaputt. Und zack. Sehr schön. Ach, diese Flammenwerferpanzer sind einfach genial, Freunde. Genial. Jetzt, wo der Turkey noch sind, können wir unser Hauptaugenmerk auf das nördliche Ende der Insel richten. Das nördliche Ende der Insel.
Das tun sie schon. Das tun sie schon. Oh, Artillerie. Okay, das heißt, wir müssen da oben hin. Gut, dann machen wir das mal. Räumen Sie den Bunker am nördlichen Insel der Insel Hügel 165 da oben, okay. Das heißt dann aber auch, dass diese Mission gar nicht mehr so lange geht, ne? Was zur... Da ist schon wieder so ein Drecksheckenschütze da oben. Wo kommt der her? Wo kommt der denn her? So. Die erweisen sich gerade wirklich als nützlich, die Flammenwerfer-Shermans. Die sind richtig geil. Die sind richtig gut. So, da oben ist wieder Scharfschützen-Power hier. So. Nein, 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 nein. So. Noch mehr Verstärkung. Ja, sehr schön. Direkt rüberziehen. So. Hallo? Wo kommt ihr her? Verdammt nochmal. Wo kommt ihr her? So, dann haben wir 5 Stück. Wenn die Verstärkung da sind, 7 Stück oder so. Läuft. Da hinten höre ich doch schon wieder was da. Dumme Sniper hier, ey, echt. Blöde Camper. Nee, das ist kein Call of Duty oder so. Es ist einfach Empire Earth. Okay. So, das heißt, wir haben hier tatsächlich auch noch einen Panzer dabei. Sehr schön. Die sind wirklich nützlich, die Dinger. Weil die so richtig schön auf die Artillerie gehen können hier. So, wer ist jetzt wieder hier am Sterben? So, das sind wieder 2. Okay, das sind wieder 2. So, und weg damit. Es reicht. Leute, es reicht. Wer stirbt denn hier schon wieder? Da oben. So, da oben. Mensch. So, dann. Sammelt euch erstmal hier. So, auf geht's auf die letzte Schlacht, würde ich mal sagen, oder? Aber erstmal zumindest hier auf die Artillerie. Oh Gott, die Artillerie, die muss unbedingt weg. So, okay, einfach durchfahren. Durchfahren und Artillerie kaputt machen. Das ist das Wichtigste hier, Artillerie kaputt machen. So, und dann tobt euch aus. So, dann können die sich da austoben. Alles klar, Verstärkung. Sehr schön. Direkt hochziehen. Direkt hochziehen. Wir kriegen irgendwie keine Haubitzen mehr oder so, ne? Boah, die haben schon einiges kaputt gemacht, muss ich sagen. Okay, dann gehen wir mal mit denen hoch. Und wir haben hier ja einiges zur Verteidigung übrig. So, da ist schon wieder was. Wo kommt der denn schon wieder her? Sagt mal. So, wegmachen. So. Heißt schon wieder. So. Einfach hier oben rein. Ach, die Eckenschützen, ey. So, und KBM. So. Der Arzt, der hält das schön hoch hier. So. So, sehr gut hier und alles kaputt machen. So, ey. Mann, hier unten. Da. Da, so. Und hier. Und da oben. Und ja, genau. So. Okay, Freunde. Dann diesen Bunker kaputt machen. So. Dann haben wir das doch gleich. Sehr schön. So, wunderbar hier. Das ist ein geiler Sound. So, haben wir es jetzt. Also dann, Jungs. Jawohl, Sir. Den Hügel rauf zum Mount Subiaci. Das ist das letzte Widerstandsnest. Da unten. Warum denn hier unten? Okay.
Oh Gott, das geht noch weiter. Nehmen Sie den Berg Subiaci ein, indem Sie fünf Marines auf den Gipfel bringen. Ja. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Verstärkung haben wir nochmal gekriegt, aber ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben es gleich. So, 5 Marines. Das sind mehr als 5, aber. Ist okay. So. Oder es kommt hier nochmal. Och nein! Da ist nochmal was. Ei, ei, ei. Lustig, dann brauchen wir die ja doch nochmal. Seid ihr lustig? Da hat er nochmal Artillerien da unten. Naja. Das wird jetzt interessant, ey. So, wir haben noch mehr Verstärkung gekriegt. Die lasse ich mal da stehen. Ich warte, genau. Wir werden angegriffen. Jetzt sag mir nicht, dass der hier schon wieder Heckschützen hat. Das gibt's doch nicht. Wo denn schon wieder? Sir, jawohl, Sir. Da, okay. Euer Befehl? Erwarte Befehle. Ja gut, ein paar müssen auch hier bleiben für die, genau, für das Flugfeld hier. 1597 haben die, hat das noch. Okay, dann. Gut, dann müssen wir da oben auch nochmal rein. Aber erstmal mit den Flammenwerferpanzern. Da hat er hier unten auch nochmal was. Die Mission zieht sich ungewöhnlich, unerwartet lange, muss ich sagen. Aber macht Spaß, auf jeden Fall. Da unten ist das Letzte, das ist wirklich das Letzte jetzt. Okay. Ich muss einfach nur diese Artillerie da kaputt machen. Da! Einfach die Artillerie da, genau. Und raus aus der... rausfahren, genau. Verstärkungen sind einsatzbereit. Okay, Verstärkungen. So, und... ach! Das war's schon. Ich musste gar keine 5 Marines mehr da oben postieren. Ach, krass, okay. Freunde... Die pazifische Kampagne ist somit beendet. Sehr schön, Freunde. Oh, wir haben es geschafft, ey. Meine Güte, wir haben es geschafft. Okay, krass. Das war nochmal herausfordernd. Und, ja. Szenario abgeschlossen. Boah, das war nochmal ein Kampf am Ende. Aber wir haben es geschafft mit 13 Minuten Überzug. So, als nächstes geht's dann in die Asien-Kampagne und ich glaube, das wird heftig. Das wird noch heftiger als jeweils alles, was wir hier im Imperium gesehen haben. Jo, Freunde, alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja. Wenn ihr mal Bock habt, ein bisschen privat zu quatschen oder so, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.